So Freunde, heute wird es zum ersten Mal Insights aus meiner E-Commerce Masterclass geben. Was wirst du für Infos bzw. was wirst du für Insights bekommen? Ich habe einfach mal meine erfolgreichsten Coaching-Teilnehmer gefragt. Ich habe mir diese Masse rausgenommen und habe sie einfach mal gefragt, hey, was sagt ihr denn? Was waren die Punkte, die euch erfolgreich gemacht haben? Bzw. was habt ihr am Anfang falsch gemacht? Was habt ihr über die Zeit verändert? Und was würdet ihr jemandem sagen, der nochmal komplett neu mit dem Print-on-Demand-Business startet oder auch mit Dropshipping oder generell mit dem Coaching bei mir? So, diese Insights wirst du jetzt gleich bekommen. In diesem Sinne, hallo, grüß dich. Mein Name ist Bastian, professioneller E-Commercer und Print-on-Demand-Coach. Du hörst es schon, es geht heute um das Coaching, das wir eben anbieten, um das Mentoring, wo Leute lernen, wo auch du lernen kannst, wie du dir deine eigene Brand aufbaust, wie du dir deinen eigenen Online-Shop aufbaust und damit halt einfach ein Leben in zeitlicher, örtlicher und finanzieller Freiheit aufbauen kannst. Und wenn man natürlich noch nie in so einem Coaching drin war, ist es doch einfach mal spannend zu hören, was die Leute sagen, die damit Erfolg haben, die damit sich einen eigenen Online-Shop aufgebaut haben, was die am Anfang nicht so gut gemacht haben und was die Key-Learnings waren, die sie zu dem Erfolg gebracht haben. In diesem Sinne rate ich dir natürlich, schau das Video unbedingt bis zum Ende an, dann kriegst du wirklich das komplette Insider-Wissen mit. Wenn du mehr von solchen Videos angezeigt bekommen möchtest von YouTube, wie du online Geld verdienen kannst oder auch wie du dir dein eigenes Business aufbauen kannst, dann jetzt einfach hier unter dem Video den Like-Button drücken, denn dann signalisierst du dem YouTube-Algorithmus, dass du mehr von solchen Videos sehen möchtest. Und wenn du am Ende des Videos sagst, hey, klingt fantastisch, was ich hier gerade gehört habe, kleiner Disclaimer, du findest auch hier direkt unter dem Video in der Beschreibung den Zugang zu meiner E-Commerce Masterclass. Und dann würde ich sagen, verrate ich dir jetzt einfach mal die Insights von meinen Coaching-Teilnehmern. So, einer der größten Fehler, den du eben machen kannst, ist, wenn du an der falschen Stelle sparst. Der Punkt ist ja, du gehst in ein Coaching rein, du gehst in ein Mentoring rein, um wirklich die Abkürzung zum Erfolg zu haben. Um dir Zeit zu sparen, um dir Geld zu sparen, möglichst schnell deine Brand aufzubauen, dein Leben zu verändern, einen Einkommensstrom aufzubauen und so weiter und so fort. Das heißt, das Schlimmste, was dir passieren kann, und ich habe leider Gottes diesen Fehler am Anfang auch gemacht, dass du einfach an der falschen Stelle sparst. So, und was ist die falsche Stelle? Im Print-on-Demand gibt es im Endeffekt einen Bereich, der darüber entscheidet, wie viel Geld du machst. Es gibt mehrere Bereiche, aber es gibt ein Key-Element, ein Schlüsselelement, und das sind einfach deine Designs, das sind deine Produkte. Jeder denkt immer, oh, ich muss die perfekte Nische finden, in welcher Nische kann ich am meisten Geld verdienen und so weiter und so fort. Am Ende des Tages ist es aber nicht deine Nische, die darüber entscheidet, wie viel Geld du verdienst, sondern es sind deine Designs. Das heißt, wenn du hier entweder zu wenige Designs kreieren lässt, zu wenige Designs testest, zu langsam Designs testest, dann wirst du einfach nicht in dieser Kürze der Zeit zum Erfolg kommen. Ich sage immer das Beispiel, jemand, der einmal im Monat 5 Designs testet, der hat nach einem Jahr den Erfolg, den jemand hat, der alle oder der jede Woche 10 Designs testet. Der eine hat nach 6 Wochen 60 Designs getestet, der andere hat nach einem Jahr 60 Designs getestet. Und der das in dieser Kürze gemacht hat, der wird nochmal mehr Erfolg haben, obwohl er die gleiche Anzahl getestet hat. Einfach deswegen, weil er mehr Momentum hat. Also so ein Erfolgsmoment. Wenn du einmal drin bist und du siehst, was funktioniert und die Umsätze kommen rein und du verdienst Geld, dann bist du viel motivierter, direkt weiterzumachen, als wenn du halt einfach immer so große Abstände hast. Also wie gesagt, es dominieren immer die Leute, es haben immer die Leute den meisten Erfolg, die auch die meisten Designs testen. Deswegen nie Angst haben vor Tests. Guck dir große Marken an wie Coca-Cola, Milliarden-Brands. Coca-Cola ist nicht am Anfang rausgekommen, hat irgendwie eine Rezeptur, einen Drink rausgebracht. Genauso wenig Red Bull, das ist mir fast der Name nicht eingefallen. Die haben zig Rezepturen getestet. Wo stehen sie heute? Milliardenbrands. Und E-Commerce ist genauso ein Milliardenmarkt. Und wenn du dir denkst, ah ja, okay, aber mit E-Commerce kann ich ja nicht Milliardär werden, schau dir Kylie Jenner an. Run her online cosmetic store, Kylie uses the e-commerce platform Shopify. It's helped catapult her brand to a nearly $800 million valuation in just 2 years. Genau dasselbe Shopsystem, das wir auch verwenden. Guck dir Gymshark an. Einer der mit Abstand größten Shops im Fitnessbereich. Die machen dreistellige Millionen Umsätze im Jahr. Kann sagen, ist kein Milliardär. Ich würde sagen, wenn du 2, 3, 4, 500 Millionen im Jahr umsetzt, ich glaube, dann bist du happy. Ne? Aber auch die haben natürlich am Anfang Designs getestet. Gymshark ist nichts anderes als ein riesengroßer Print-on-Demand-Shop. Vielleicht machen sie es heute nicht mehr auf Demand und haben natürlich Lager, wo sie ihre eigenen Produkte drin haben, weil sie mittlerweile so krass etabliert sind. Aber du kannst dieses Geschäftsmodell 1:1 mit Print-on-Demand nachbilden.
Deswegen mach nicht diesen Fehler, an der falschen Stelle zu sparen und vor allem nicht an dem Punkt, der dir das meiste Geld bringt. So, zweiter riesengroßer Fehler, ein absoluter Denkfehler ist, am Anfang deine Umsätze rein gewinnorientiert zu sehen. So, natürlich macht es erstmal Sinn, dass man sagt, hey, ich will jetzt ein Business starten, ich mache Online-Verkäufe und so weiter und so fort. Ich will jetzt erstmal auscashen, ich will jetzt erstmal in relativ kurzer Zeit möglichst viel Gewinn haben. Ist ja erstmal sinnvoll, wenn die ersten 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 Euro bei dir auf dem Konto landen, dann macht das natürlich erstmal Spaß, aber du musst immer langfristig denken. Und wann verdienst du am meisten Geld? Dann, wenn du langfristig eine Marke aufbaust. Das bedeutet, wenn du dir langfristig einen großen Kundenstamm aufbaust, von glücklichen Kunden, die gerne in deinem Shop einkaufen, die deine Produkte weiterempfehlen, die von selber wieder einkaufen, plus deren Freunde, an die sie sie empfohlen haben und so weiter und so fort. Das heißt, es geht erstmal darum, viel Umsatz zu generieren. Umsatz, 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 um den großen Kundenstamm zu haben, um auf dem dann aufzubauen. Wieso sind denn riesige Unternehmen so viel wert? Einmal wegen den Produkten, auf der anderen Seite wegen dem Kundenstamm. Das heißt, wenn ich jetzt immer nur auf den Gewinn gucke, habe ich mal mehr oder mal weniger, dann macht das natürlich erstmal Sinn, weil Gewinn ist natürlich immer schön, ganz klar. Aber wenn ich langfristig eine Marke aufbauen will, dann muss ich umsatzorientiert sein, an allererster Stelle, nicht gewinnorientiert. Das heißt, wir schalten natürlich Werbeanzeigen trotzdem nur, wenn wir profitabel sind, das ist ganz geil. Aber es muss dir am Ende des Monats egal sein, für den kurzen Zeitraum, mache ich jetzt 10.000 Euro Gewinn oder mache ich 3.500 Euro Gewinn, weil ich weiß, wenn ich dieses Modell so weiterfahre, 6 oder 9 oder 12 Monate, dann mache ich halt danach jeden Monat 10.000 oder 20.000 Euro Gewinn. Deswegen als Unternehmer musst du immer zuerst die Bereitschaft haben, natürlich erstmal Fleiß und Zeit und Geld zu investieren, um dann langfristig dich, sage ich mal, aus dem Unternehmen immer mehr zurückziehen zu können. Das heißt, du hast plötzlich 4, 5 Einkommenskanäle, über die dann plötzlich die Kunden in deinen Shop reinkommen und einkaufen, während du am Anfang natürlich in der Aufbauphase bist und erstmal gucken musst, dass du diesen Kundenstamm aufbaust. Wie du das natürlich machst, wie du diese multiplen, also viele Einkommensströme für deinen Shop aufbaust, genau das lernst du, genauso wie die anderen Teilnehmer eben auch, in meinem Coaching, in meinem Mentoring, in der POD Masterclass. Wie gesagt, Link findest du direkt unter dem Video. So, dritter wichtiger Punkt ist, du solltest natürlich niemals probieren, am Anfang irgendeinen Job, irgendwelche Werbeanzeigen mit irgendwelchen kostenlosen YouTube-Videos aufzusetzen. Natürlich findest du auch auf meinem Channel Videos, wie du einen Online-Shopify-Shop aufbauen kannst. Du findest auch bei mir Videos, wie du Werbeanzeigen schalten kannst. Nur das Ding ist, diese Videos sind im Endeffekt dafür da, um euch mal eine grundlegende Anleitung zu geben, um euch mal ein grundlegendes Gefühl zu geben, wie dieses ganze Business hier tatsächlich funktioniert. Wenn du aber sagst, ich will jetzt nicht nur ein paar hundert Euro nebenbei verdienen, sondern ich will wirklich einige tausend Euro pro Monat, weil ich mein Leben halt wirklich verändern will, weil ich in eine zeitliche und örtliche Freiheit kommen will, weil ich nicht mehr jeden Morgen um 6 aufstehen will, um dann irgendwie um 7:30 in der Arbeit zu sein, dort mit Mittagspause wahrscheinlich 9 oder 9,5 Stunden abzusitzen, in irgendeinem Job, der dir nicht besonders viel Spaß macht, dann irgendwie abends zurückzukommen, total ausgelaugt, nicht mehr viel Power für irgendwas zu haben, und ansonsten viel lieber eigentlich ein Leben in Freiheit hättest, wo du von zu Hause arbeiten kannst, bei deiner Familie oder auf Reisen oder am Strand, wo andere nur Urlaub machen, was auch immer. Wenn du das möchtest, dann brauchst du natürlich eine richtige Strategie. Eine Strategie, die erprobt ist und die funktioniert. Du brauchst einen roten Leitfaden, ja? Einen, der bulletproof ist. Und das ist ja auch genau das, was wir im Coaching eben machen. Da lernst du das. Und vor allem hast du hier dann einen Leitfaden an der Hand, der nicht nur bulletproof ist, sondern den du 1:1 Schritt für Schritt für dich umsetzen kannst. Selbst wenn du noch überhaupt kein Wissen von E-Commerce hast, noch nie irgendwas mit Online-Shops gemacht hast. Ganz, ganz wichtig. So, ein riesengroßer Fehler, den natürlich auch Leute machen, ist, sie sehen E-Commerce bzw. Online-Shops mehr als Hobby als wirkliches Unternehmen. Das ist einer der schlimmsten Fehler, den du machen kannst. Weil, klar, die Eintrittsbarriere ist nicht besonders hoch. Du kannst dich bei Shopify anmelden. Du kannst dir diesen Shop aufbauen. Hast die ersten 14 Tage noch kostenlos, okay, nice. Viele denken sich, oh ja, das geht doch ganz einfach, sehen das also eher so als Hobby, Freizeitbeschäftigung an. Dass du damit allerdings, genauso wie ich es dir vorhin gesagt habe, wie bei Gymshark und so weiter, ein richtiges Unternehmen aufbauen kannst, mit Millionen Umsätzen, glaubst du, diese Leute haben das als Hobby nebenbei aufgebaut? Nein, natürlich nicht. Du musst einfach mal dir wirklich bewusst werden, was du hier für eine Möglichkeit an der Hand hast. Das ist eine Möglichkeit, die gab es vor 25 oder 30 Jahren noch gar nicht. Damals warst du auf lokale Geschäfte, auf lokale Läden und so weiter angewiesen.
Heute kannst du dir in kurzer Zeit mit dem richtigen Wissen und den richtigen Strategien so eine goldene Zukunft aufbauen. Das ist den meisten gar nicht bewusst. Du unterschätzt das. Überleg einfach mal, wie viele Stunden investierst du aktuell in dein Angestelltenverhältnis? Die meisten liegen irgendwo zwischen 38 und 50 Stunden. Nehmen wir mal den Durchschnitt, wir sagen 40 Stunden. Wie viel verdienst du netto im Monat? Die meisten verdienen irgendwo zwischen 1600 und 2200, 2300 Euro. Nehmen wir doch wieder mal den Durchschnitt. Sagen wir mal, du arbeitest 40 Stunden die Woche und verdienst 2000 Euro netto. So, das sind 160 Stunden im Monat. Das heißt, wenn du das ausrechnest, dann werden das irgendwo zwischen 11 und 12 Euro sein, wahrscheinlich nicht mal 12 Euro, die du netto pro Stunde bekommst. Mindestlohn liegt aktuell, glaube ich, bei 9,86 Euro oder sowas. Bis 2 Euro über Mindestlohn. Ist das das Ziel? Nein, das kann gar nicht das Ziel sein. Deswegen nutz diese geniale Möglichkeit, die du hier an der Hand hast. Bau dir eine Möglichkeit auf, bau dir eine Brand auf, wo du mit deutlich weniger Stunden Arbeit in der Woche, am Tag, ein Vielfaches von dem verdienen kannst, was du aktuell verdienst. Und das ist das, was wir machen, was die Leute in meinem Coaching machen, was sie von mir gelehrt bekommen. Dann ein riesengroßer Fehler. Und das passiert meistens, bevor du überhaupt in Coaching reingehst. Ja, du hörst von dieser Möglichkeit, denkst dir, geil, ich kann meinen Online-Shop aufbauen, ich kann meine eigene Online-Brand aufbauen, ich kann bei Bastian ins Mentoring gehen, ich kann mir das Ganze beibringen lassen. Und was passiert dann? Viele holen sich dann die Meinung noch von anderen Leuten ein, Freunde, Bekannte, Family und so weiter, was ja komplett normal ist. Wenn du von irgendwas Tollem erfährst, willst du das mit jemandem teilen. Und dann hörst du plötzlich, boah, nee, würde ich nicht machen. Irgendjemand, den du nicht persönlich kennst, Geld verdienen im Internet, weiß nicht, ob das funktioniert. Ist das nicht Betrug? Ist das nicht Scam? Ich glaube grundsätzlich nicht, dass es klappt. Du hast doch sowas gar nicht gelernt. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. So, das heißt, du holst dir die Meinung von Dutzenden von Leuten ein, die selbst angestellt sind, die selbst in dem Hamsterrad unterwegs sind und die überhaupt keine Ahnung haben von dem, wo du eigentlich hin möchtest und wie du da hinkommst. Und die sagen dir dann, dass das nicht funktioniert, obwohl sie davon keine Ahnung haben. Und weil du mit den Leuten aber irgendwie befreundet bist oder so, hörst du drauf. Das heißt, das ist ja erstmal total normal, das ist ein menschlicher Instinkt, aber es bringt dich 0,0 weiter. Du kannst den Gegentest machen, unterhalte dich einfach mal mit Unternehmern. Sag hier, guck mal, E-Commerce, Online-Shop, eigene Brand, kann ich im Monat so und so viel verdienen mit so und so viel Arbeitszeiteinsatz? Geil. Was wird dir der Unternehmer sagen? Ja klar, das ist doch nichts Neues. Für uns ist das komplett normal. Bei uns ist nur die Frage, verdienst du 5.000, 3.000, 10.000, 20.000? Hier geht es dann einfach nur noch darum, aus mehr zu machen. Es ist aber nicht die Frage, ob es funktioniert, sondern nur, wie es funktioniert. Das ist alles. Deswegen unterhalte dich immer ausschließlich mit den richtigen Menschen. Und das führt dann natürlich zu dem letzten Punkt. Du musst natürlich wissen, wenn du gelernt hast, wie du Produkte, sag ich mal, online schaltest, wie du gute Produkte findest, wie du diese Produkte dann mit Online-Marketing auch skalierst. Ja, es bringt dir nichts, wenn du weißt, wie du irgendwie Produkte testest, du musst natürlich wissen, wie du mit dem, was funktioniert, noch mehr Geld verdienst. Und da brauchst du eine Skalierungsstrategie. Und die brauchst du 1:1 und nicht irgendwie so ein Rumgeteste, sag ich mal. Und wenn du diese ganzen Punkte, die ich dir jetzt eben aufgezeigt habe, die ich dir erzählt habe, wenn du die alle richtig machst, dann hast du eine goldene Zukunft vor dir. So, wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, wie gesagt, Link findest du unten unter dem Video. Dann hoffe ich erstmal, dir hat das Video gefallen. Würde ich mich natürlich über den Like sehr freuen. Channel abonnieren nicht vergessen. Wenn du Fragen oder Videowünsche hast, schreib sie gerne unten unter dem Video in die Kommentare. Oder du schreibst mir persönlich, schickst mir eine Privatnachricht bei Instagram. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Dein Bastian.